Und damit sind wir bei meinem Lieblingspolitiker des Jahres 2023. Er ist 45 Jahre alt, Sternzeichen Löwe, und er wird eines Tages Brillenträger des Jahres sein. Es ist Carsten Linnemann. I'm a fucking fan of Carsten Linnemann. Der geilste Generalsekretärsdarsteller, den die Union seit Jahren hatte. Man muss sagen, er ist wie Friedrich Merz, nur 2 Meter kleiner. Und das meine ich nicht nur körperlich, sondern auch sonst. Auf jeden Fall hat Merz seinen eigenen Sohn zum Generalsekretär gemacht. Und er ist wirklich, ich muss sagen, er ist so toll. Ich mag das Streberhafte an ihm und dieses Talent, auch mal was zu sagen, womit keiner rechnet. Der Dachdecker, oder exemplarisch formuliert, der Dachdecker steht mit 60 nicht mehr auf dem Dach. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Das ist CDU-Politik. Hä? Hast du dein Wahlprogramm nicht gelesen? Seit wann interessieren sich die CDU-Leute für Dachdecker? Die interessieren sich für die fucking Leute, die das Haus bauen, die Dachdecker beschäftigen und aus Polen rechtzeitig einfließen lassen. Hä? Was ist da denn kaputt? Aber der Carsten, der möchte, und das mag man, der möchte es wirklich richtig perfekt machen. Und das hört man auch am Strebergestus. Ich freue mich über den Zuspruch, den ich gerade erhalten habe im Bundesvorstand. Ich sehe das als Vertrauensvorschuss an. Und ich muss mich jetzt sofort an die Arbeit machen. Sofort an die Arbeit machen. Ich bin so erschrocken, als er das gesagt hat. Aber das mit dem Vorstand und dem Vorschuss und dem Zuspruch, das finde ich toll. Woher hat er das? Herbert Grönemeyer, Vorstand, Zuspruch, Vorschuss, Zuschuss. Alles klar. Ausschuss, Hauptausschuss, Schuss aus dem Stand. Kommt das daher? Nein, das kommt natürlich auch vom Chef, der Vorstand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Daher kommt das alles nur vom Chef geklaut. Und im Sommer hatte er seinen ersten großen Auftritt, als er forderte, dass die Freibad-Schlägertrupps noch am gleichen Tag einem Richter vorgeführt werden müssen. Gleiches, hat er gesagt, gilt für Klimakleber, noch am selben Tag vor den Richter. Ich dachte, vielleicht wäre Carsten Linnemann eher gedient, wenn er sich mal eine Domina seines Vertrauens suchen würde. Bei den Bestrafungsfantasien. Noch am selben Tag war der Richter. Bei der Domina kriegst du auch schneller Termine als bei Gericht. Insofern. Ja. Wären 2 Reitgärten mit einer Klappe geschlagen. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Dann hat der Carsten noch gesagt, er möchte das Bürgergeld umbenennen. Er hat leider nicht gesagt, wie. Vielleicht Faulenzerpaket, Luschenbooster, Binge-Schnorring, irgendwie sowas. Aber seinen ganz großen Auftritt hatte er, als die CDU in diesem Jahr ihr neues CI vorgestellt hat. Die BWLer kennen das. Das ist die Corporate Identity. Also, wenn der Laden scheiße läuft, malt man sie neu an und dann sieht es gleich ganz anders aus. Und hier die neuen Tarnfarben der CDU. Und das ist das Cadenabia Blau. Das sehen wir hier, Cadenabia Blau, eine Türkisfarbe. Das ist unsere neue Farbe. Cadenabia gibt es gar nicht als Farbe, das war der Urlaubsort von Konrad Adenauer am Kummersee, aber egal. Cadenabia Blau, die neue Farbe, aber wir Kunstkenner wissen natürlich, wo eine Farbe ist, da ist die zweite nicht weit. Und eine Ergänzungsfarbe, das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Rhöndorf. Und hier steht Rhöndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit. Und das Thema Cadenabia für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Das geht mir ein bisschen einer ab, wenn er das sagt. Ne? Wenn ich das höre, Vitalität, Sicherheit, Freiheit, dann denke ich, Carsten, nimm mich unter deine großen, starken Arme, schütze mich. Gib mir Vitalität, gib mir Sicherheit und Freiheit, du geile Sau. Aber jetzt noch unnütz. Ich habe mich schon gefragt, was ist denn mit der CDU los? Ich meine, Rhöndorf war der Wohnort von Adenauer. Wieso ist denn die CDU so westdeutsch geworden? So rheinischer Kapitalismus, Adenauer. Haben die vergessen, dass der Kanzler der Einheit mal aus ihren Reihen kam? Er hier, hallo, ich bin... Das war doch mal CDU-Politik. Was ist denn jetzt los? Woher kommt diese Fokussierung auf den Westen? Aber vielleicht hat Carsten Linnemann ja eine Antwort auf diese meine Frage. Und das ist der neue CDU-Bogen. Das ist das gemeinsame Symbol, wenn Sie so wollen, eine Marke, die entsteht. Wir sehen das auch hier zu Ihrer Rechten. Es geht nach oben. Aufbruch, Erneuerung, Dynamik, Modernität. Gut, dass er diese Bewegung hier nach rechts mit dem linken Arm gemacht hat. Nicht mit dem rechten.
gut gewählt. Ich muss sagen, wenn ich den CDU-Bogen sehe, mich erinnert das vor allem ans deutsche Mobilfunknetz. Ein Strich Edge, Ende. Und wisst ihr, was perfekt auf den CDU-Bogen passt? Hier, guck mal, das hier passt perfekt drauf. Ja. Der AfD-Phallus. Und übrigens, das da zwischen dem CDU-Bogen und dem AfD-Phallus, das, was ihr dazwischen seht, das ist die Brandmauer zwischen CDU und AfD. Und wenn ihr jetzt sagt, ich sehe nichts, könnt ihr auch nicht, ist nämlich nicht da. Ja, schön. Und ich habe jetzt langsam auch die Antwort auf die Frage, warum die so Adenauer-treu sind und warum die so westdeutsch sind. Ich glaube, die CDU hat den Osten einfach aufgegeben. Das hat man auch am neuen Imagefilm der CDU gesehen, in den Angela Merkel erst nachträglich reingeschnitten werden musste und in dem der Deutsche Reichstag so aussah. Das war ein bisschen schnell. Gucken wir es nochmal in Zeitlupe an, dann fällt uns vielleicht was auf. Sieht aus wie der Reichstag, ist aber der georgische Präsidentenpalast in Tiflis. Das läuft unter dem CDU-Motto Tiflis oder Berlin, Hauptsache Polen. Ja, das ist schon schön. Ne? Und jetzt langsam, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die CDU sagt sich, hey, wir haben den Osten aufgegeben, wir haben keine Chance. Merkel, schneiden wir nicht in den Imagefilm rein. Wir nehmen den Präsidentenpalast aus Georgien, irgendwas, was nicht aus dem Osten, lasst bleiben, komm, ist egal. Die wollen, glaube ich, der Plan ist der CDU, wir geben den Osten auf und wir geben den ab an die AfD und wir integrieren die AfD in die CDU, dann gibt es nicht nur CDU und CSU, sondern auch die CFU, die Christlich-Faschistische Union im Osten. Passt doch. Passt doch.